Vor 20 Jahren änderte sich das Leben von Bert Reinhardt abrupt. Nach einer Untersuchung bekommt er das Ergebnis HIV-positiv. Ein Schock. Ängste, wie es weitergehen soll, beschäftigen ihn. Im ersten Moment scheint eine Welt zusammenzubrechen. Doch er steht nicht allein da und bekommt Hilfe. Damals, also wo die Infektion bei mir festgestellt worden ist, Ende 1993, lag ich erst 3 Monate im Krankenhaus und da ging es mir sehr schlecht und da ist der Kontakt dann praktisch von den Ärzten und dem Pflegepersonal hergestellt worden mit einer AIDS-Hilfe, dass ich dann die Möglichkeit habe, mich auch mal mit Betroffenen oder mit Fachleuten zu dem Thema auszutauschen. Ne? Heute ist die AIDS-Hilfe in Münster ein wichtiger Anlaufpunkt für Bernd geworden. Hier kann er sich mit allen Fragen an die Mitarbeiter wenden. Doch nicht nur das, inzwischen arbeitet der 53-Jährige auch selbst in der Beratungsstelle, ehrenamtlich. Mit Betroffenen austauschen, Tipps und Unterstützung geben, all das sind inzwischen seine Aufgaben. Die eigenen Erfahrungen geben besonders anderen Betroffenen viel Kraft. Die Beratungsstelle an der Schaumburgstraße existiert bereits seit 1986. Beratung und Begleitung von HIV-Positiven, Präventionsarbeit in der Öffentlichkeit, aber auch Sexualaufklärung in den Schulen zählen zu ihren Aufgaben. Damals gab es beispielsweise ein verfügbares Medikament, was dann auch noch schwere Nebenwirkungen hatte. Und da war noch eine ganz andere Situation. Und da hat sich seit 1996, kann man sagen, eigentlich sehr viel verändert. Genau, dann kamen hochwirksame Kombinationsmedikamente auf den Markt, ne, die dann das Ganze sehr verändert haben. Wo man schon bald sagen kann, ohne das jetzt leichtfertig oder falsch zu betonen, dass vieles in Richtung einer chronisch behandelbaren Erkrankung geht. Und dennoch ist es ganz wichtig, dass weiterhin die Krankheit im Bewusstsein der Öffentlichkeit bleibt. Weil was sich nicht verändert hat in den 20 Jahren, ist, dass HIV und AIDS von vielen Menschen immer noch stigmatisiert wird. Ne? Von den vielen Vorurteilen weiß auch Anke Papenkort, Mitarbeiterin der AIDS-Hilfe. Sie weiß, wie schwer es ist, als Betroffener respektiert zu werden. Ja, mit der zunehmend besseren Behandlungsmöglichkeiten von HIV-Positiven ist tatsächlich der Bereich Stigmatisierung zu einem unserer wichtigen Arbeitsfelder geworden, also beziehungsweise der Kampf gegen diese Stigmatisierung. Wir erleben immer wieder, dass HIV-Positive nicht wie andere Patienten von entsprechenden Ärzten behandelt werden, sondern zum Beispiel in Zahnarztpraxen erst die letzten Beratungsstunden oder Behandlungsstunden im Laufe eines Tages bekommen oder andere medizinisch nicht notwendige Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, die letztendlich eine Form von Stigmatisierung sind. Damit sich dies jedoch ändert, veranstaltet die Beratungsstelle in Münster am 26. Oktober eine Huren- und Schwulenparty. Kurz Push-Party genannt. Ganz unter dem Motto Glamour und Glitter wird mit einer Ikone in dieser Szene gefeiert. Cassie Carrington, Sängerin, Schauspielerin und DJ. Also das Thema auf der Push-Party ist ja diesmal glamourös. Und da passe ich natürlich ganz gut hin, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Und ich werde zusammen mit meinem DJ-Kollegen zum einen natürlich die dollsten Hits der letzten 30 Jahre präsentieren und spielen. Und ich werde ein bisschen Glamour in diese Veranstaltung bringen.